Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alien Hallo? Isolation. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Ja, Wade. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert. Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Fratzengeballer, sage ich nur, Fratzengeballer. Ah, dieser Drecksack, echt. Dafür möchte man ihm ja so richtig eins verpassen. Ein richtig schönes Ding. Vielleicht mal hier den Schneidbrenner ins Gesicht halten oder so. Blöder Penner. Jark. Ach ja. Und ich wette, wir sind es trotzdem noch nicht los. Ah, Verbesserung für den Plasmaschneider. Da kommen wir offensichtlich noch nicht rein. Na gut. Leuchtfackel. Leuchtfackel, Leuchtfackel. Oh, was ist denn hier Schönes? Oh, Taschenlampenbatterien, das ist gut. Dann will ich direkt mal meine neu laden. So, ich würde sagen, nächstes Mal macht Waits die Scheißarbeit. Das wäre super. Warte mal, da ist noch irgendwas. Offensichtlich. Warte mal gucken, jetzt können wir eigentlich auch schnell laufen wieder. Denn theoretisch sollte das Alien jetzt ja weg sein. Ah, okay, da kommen wir nicht rein. Das war der Raum. Na gut, dann müssen wir das später holen. So, hier gibt es sonst auch nichts mehr. Dann geht's jetzt weiter. Ach ja. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Ja, was auch immer das für uns jetzt bedeuten mag. Schlüsselkarte benutzen. Ja. Schlüsselkarte, Schlüsselkarte. Wäre schön, wenn wir eine hätten, ne? Oh, eine Pumpgun. Auch die wäre für Waits sehr gut geeignet, finde ich. Ach, und das ist ja auch unsere Schlüsselkarte, das ist super. Oh, der hat ja auch ein schönes Loch im Kopf. Ja gut, offensichtlich funktioniert sie. Zumindest hat sie das bis vor kurzem noch. So. Ach, hier sind wir wieder. Da, wo wir ganz zu Anfang waren, ja. Stimmt. So sah es hier aus. Warte mal kurz. Da liegt noch irgendwas. Noch abspielen. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? So, wenn mir nicht alles täuscht, müsste doch hier auch noch ein Speicherpunkt sein. Genau. Perfekt. Ah, endlich. Wir können wieder speichern. Juhu.
Ah, ist das schön. Ich weiß gar nicht, ob ich mir diese Büros letztes Mal alle angeguckt habe. Hier waren, ja doch, hier waren wir drin. Ich erinnere mich. Da geht es jetzt auch wieder rein und raus. Genau, hier haben wir das Gerät gefunden, was jetzt... und den Typen, der jetzt weg ist. Genau. So war das. Ach ja. Die Erinnerung. Die gute alte Zeit hier. Damals, wo uns das Ellie noch nicht verfolgt hat. Na, Vista? Ist aber ein bisschen oll, oder? Schrott. Ich kann den Schrott nicht einsammeln. Schon wieder nicht. Gibt's doch gar nicht, Mensch. Jetzt aber. Soll doch wohl klappen. So, da hatte ich letztes Mal schon reingeguckt. Keep out? Nö. Ich suche mir schon einen Weg da rein. Das glaubt man. Ach naja. Weil es so schön ist. Speichern wir direkt nochmal. Strom wiederherstellen. Na toll. Arg. Gut, hier sollen wir hin. Okay. Ach, Salomon Galerie. Okay. Stimmt, das sagte er. Dann fahren wir da mal rüber. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Ja, ja. Ja, der blöde Waits, der wollte das Alien ja fangen, einfach nur aus dem Grund, also wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, der wollte das Alien fangen. Ach komm, hier, wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Naja, also er wollte es halt fangen, einfach aus dem Grund, um es halt, um damit reich zu werden. Das hatten wir in einer der letzten Folgen, haben wir das hier auf einem der Terminals gelesen, hatten wir eine E-Mail lesen können, auf der genau das stand und ja, der kleine Drecksack, weißt du? Damit es ihm quasi später gut geht, müssen andere sterben, echt. So ein Penner. Oh, das sind wieder Plünderer. Die sind mir garantiert immer noch nicht wohlgesonnen. Warum sollten sie auch? Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Wer bist denn du? Na toll. Ein Eindringling. Gar nicht wahr. Ich würde niemals irgendwo eindringen. So, da kommen wir noch nicht weiter offenbar.
Und jetzt? Was macht der denn Schönes? Hallo? Hallo, kleiner Roboter. Ach, das ist ja was. Ach so, okay, der ist jetzt in seine Parkstation gefahren. Aber vielleicht geht es ja hier weiter. Das wäre natürlich eine Idee. Ja, wahrscheinlich geht es hier irgendwie weiter. Da müssen wir zur Haustechnik oder so. Und dann können wir bestimmt auch... Nochmal gucken. Dann können wir garantiert auch das Gitter öffnen. EMPV2. EMP-Mine. Davon haben wir jetzt ja schon ein paar. Ich frage mich, ob die bisher hergestellten jetzt auch schon verbessert sind. Automatisch dann, oder? Also eigentlich theoretisch ja natürlich nicht, aber ich weiß ja nicht, wie das im Spiel gehandhabt wird. Da geht's überall nicht weiter. So, aber hier. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Na toll. Ja, dafür auch die verbesserte EMP-Mine offenbar. Die wird uns da wahrscheinlich noch treue Dienste leisten. Wie jetzt? Ich kann nichts davon mitnehmen? Gar nichts? Hm. Na gut. Aber speichern können wir. Juhu! Echt, manchmal wirst du echt überschüttet mit den Dingern. Und manchmal, da fließt du quasi das Spiel an, dass du einen Speicherpunkt bekommst. Ach ja. Erstmal schön Gin. Wie war das so schön nach mir, die Ginflut? Da geht's nicht weiter. So, und warte mal, da ist noch was. Habe ich da was übersehen? Ach hier, abspielen. Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht... Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich hab die Da kommen wir leider nicht weiter. Versorgungskorridor, okay. Hm, wir müssen ja irgendwie hier hinkommen. Menschen hier als bloße Fußboten zu meinem Artikel angesehen. Etwas herzzerreißendes. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Noch ein Opfer. Ach ja, na toll. Jetzt haben wir's, sind wir das Alien los und dafür haben wir die Androiden, die uns das Leben schwer machen. Wie soll es auch anders sein?
1, 2, 3. So, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Jetzt sind garantiert auch. Androiden hier. Warum ist eigentlich der Flammenwerfer ausgerüstet? Das ist doch totaler Quark. So, direkt mal neu gestartet. Neu geladen, meine ich. Okay, der ist aber anscheinend noch weit. Oh, doch nicht. Doch. Ah, fuck, ey. Ich dachte, ich komme hier noch weg. Aber das war wohl nichts. Boah, zum Glück kommen die Viecher hier nicht rein. Da bin ich sehr dankbar. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Das heißt, in so einem Schacht kann man sich immer sehr, sehr prima aufhalten. Bin ich hier richtig? Oder kann ich noch weiter? Ich glaube, ich sollte noch etwas weiter gehen. Ah, ja, ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, das ist der richtige Weg. So, da sind wir doch schon relativ dicht dabei, denke ich. So, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann müssten wir doch jetzt eigentlich hier lang und dann da und dann ja, irgendwie hier hinkommen. Hier müssen wir hoch, okay. Also hier lang und dann da. Okay, der ist relativ dicht. Ah, was kann ich denn gegen die mal machen? EMP-Mine? Shit. So. Um auf die Karte lugen eben. So, da müssen wir weiter. So, die EMP-Minen, die sind tatsächlich gar nicht verkehrt. Shit. Hä? Wie? Was? Oh, jetzt sind auch noch die Typen da. Kacke. Alter! Blöde Ficker, ey. Das ist genau das, was ich meine. Oh, kacke, kacke, kacke. Lauf, 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 lauf. Oh, jetzt sind die Zeit zu zweit. Wie gibt's das denn? Ich muss hier weg. So eine Penner.
Geh auf! Du Kackschacht! Alter! Boah, die gehen aber auch echt steil gerade, die Jungs hier. So, was war denn das jetzt? Wieso komme ich denn da nicht weiter? Zur Galerie, untere Bereich. Da war ich doch gerade. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Ja, neu laden. So, und ich würde sagen, die EMP-Mine war gerade schon ziemlich gut. Ziemlich wirkungsvoll. Was fehlt uns denn dafür noch, um noch eine zu bauen? Bindemittel. Aufladestation. Nee, da wollen wir nicht wieder hin. Na, dann gehen wir jetzt da lang, wo wir eigentlich vorhin hätten langlaufen müssen. Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht besser. Ach, sieh mal. Es gibt Hotkeys. Ich wusste es nur nicht. So, dann gehen wir jetzt, versuchen wir jetzt auf diesem Wege zurückzukommen. Hier ist noch irgendwo eine Kiste. Das möchte ich gerne alles mitnehmen. Ja, und schon müssen wir wieder schleichen. Das nützt alles nichts. Denn auch die hören uns sonst natürlich. Ah, Herr Emine. Na, ich hätte hochgemusst, ne? Hier ist jetzt gerade keiner, also kann ich auch ein bisschen schneller laufen. So, kann ich jetzt noch was mitnehmen? Auch nicht. Na gut, also wir werden hier regelrecht verwöhnt, was die Materialien angeht. Nur nicht, was die Gegner angeht. Einer scheißiger als der andere. Aber was soll's? So ist das Spiel. Cool wäre es auch gewesen, wenn wir... Wie jetzt? Achso. Wollte gerade sagen, komme ich da nicht mehr raus? Cool wäre es jetzt auch gewesen, wenn wir hier so ein... Reinigungsroboter oder was auch immer das war. Okay, der hat uns noch nicht gesehen. Alter, ey. Ich dachte gerade, die hätten uns vielleicht doch nicht gesehen. Mist, jetzt ist die Waffe auch leer. So ein Scheiß, ey. Ja, kacke, und hier geht's doch nicht weiter. Doch, jetzt geht's weiter. Ah, sehr cool. Ach, ist ja ein Ding. Ja, blöd. Siehst du mal wieder, hätten wir uns sparen können, denn... Ja, das waren die zwei Herren Androiden, die uns vorhin schon begegnet sind. Und hier waren wir ja nun mal schon. Nun ja, was soll's.
Ah, nichts dabei, was wir gebrauchen können. Dennoch was dabei? Okay, das können wir noch mitnehmen. Aber ansonsten... Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorhin waren. So. Ah, hier geht's weiter. Okay, verstehe. Nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Wie jetzt bereithalten? Das ist ja super, oder? Ach. Wait, so kleiner Drecksack, ey. Du bist schuld. So, und da hat mein Sensor gerade wieder angeschlagen. Das heißt, hier ist wieder irgendwo in der Nähe ein Gegner. Ach, ich freue mich ja so. So, wie kommen wir denn jetzt da wohl hin? Hier geht's nirgendwo weiter, hier geht's nirgendwo weiter. Dies könnte meine Aufmerksamkeit bedürfen. Folgen Sie mir bitte. Zeitlos. Ja, bestimmt. Sag mal, wie viel Schuss kann der denn ab, ey? Was ist denn das für ein Scheißer? Mann! Ja, möchte ich. Nächstes Mal. Alter, der muss doch mal umfallen, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Da hat er nicht mal was dabei. Super. Ganze Munition verballert, ey. Für einen so einen Kack-Androiden. Das war unsere Karte. Über alle Annehmlichkeiten, die Sie von einem Zuhause erwarten können. Solomons Galerie, unser hauseigenes Einkaufszentrum, hat alles, was die Herzen der Besucher haben. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? So, eine EMP-Mine wird total super wieder. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, das ist auch das Einzige, was mir gerade was nützen kann. Gegen die Androiden. Denn Munition habe ich nicht mehr genügend, um noch einen einzigen dafür zu töten. Davon. Ach, herrje. Naja, aber wir sind ja gleich da. Hoffe ich jedenfalls. Da geht's nicht weiter. Hier gibt's noch Karten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier lang muss, denn funktioniert ja alles nicht so richtig. Okay, sind hier noch andere Gegner? Scheiße. Ja. Mann, ey, scheiße.
Alter, ey. Ach ja, merke, nicht mit leerem Flammenwerfer durch die Gegend laufen. Niemals tun, immer eine Scheißidee. Öffnen Sie die Sicherheitsgitter der Galerie. Ja, aber ich würde sagen, das mache ich dann wirklich in der nächsten Folge, denn sonst wird's gerade zu lang. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Und ja, dann sehen wir mal, wie wir das dann gemeistert bekommen. Bis dann, tschüss.